zu schwach. Ja, wie hoch Brust. Sind die denn noch, Alter? Digga, geh doch weg. Digga. Yo! Die ist, wow. Die ist heftig unterwegs. Was macht ihr da? Der fliegt. Die fliegen bei mir. Die Anbauteile aber fliegen bei mir in der Luft rum. Kleine Lexe. Also, lass mich mal raus immer. Dugi! Geh doch weg. Was machst du? Geh weg, ey. Deko hat gar keine Schaufel. Was macht Deko denn? Digga, was macht Deko denn? Lol, jetzt ist sie wieder da. Mal voll. Lol, hör auf! Alter! Hör auf! Alter, oh fuck, oh nein! Wuff! Und ein wunderschönen Hakuna Matata. Geil, dass du wieder einschaltet. Heute wieder eine gute Runde beim legendären Baustellen-Simulator! Baustelle! Ja, mit Nugi und Deko. Hallo, herzlich willkommen. Hasta la reis, muchachos. Einen wunderschönen Bon Hallo. By the way, direkt zum Anfang erstmal den klitzekleinen Hinweis in eigener Sache. Instagaming! Werbung, Instagaming abchecken, dann könnt ihr das Game günstig abchecken und natürlich auch ganz viele andere Games für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Nice! Euch Support. Nice, und jetzt geht's wieder weiter. Zur Sicherheit, ja, ihr müsst alle safe sein. Habt ihr alle euren Helm dabei? Richtig. Ja. Okay, ich setz meinen Helm auf. Marvin, hast du deine Schutzweste an? Natürlich, meine weiße Schutzweste. Eigentlich ist das sogar eine Kevlar-Weste, Bruder, falls wir hier überfallen werden. Denn wir sind hier in so einem krassen, in einer krassen Hood. Wir müssen hier extra auf so einen Deutsch Baustellen. Auf Deutsch heißt das, Marvin hat keine Weste. Ja, so undercover hier, Digga. Undercover. Kennst du Mithril? Mich hier letzte Folge anschwärzen, dass ich mein Scheiße getragen habe. Kennst du Mithril? 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 Ich hab eine Mithril-Weste. Ganz genau. Boah, also, Muchachos. Wir Hallo. Haben die Lagerhalle fast fertig. 56%. Bisher das trockenste Projekt, was es so auf diesem Kanal gibt. Der Rest ist auch richtig bescheiden, wisst ihr. Hauptsache aber hier trocken, machen wir jetzt, ne? Hauptsache trocken. Hauptsache trocken. Richtig. Aber wir versuchen das natürlich wieder legendär zu machen. Wir brauchen Hallo, zwei Leute, die jetzt dran arbeiten. Meinst du, ich kann mit meinem roten Jürgen hier auch mithelfen oder ist der zu schwach? Ja, wie hoch ist der denn noch, Alter? Digga, geh doch weg! Ey. Okay, Profis sind am Werk, man kennt ihn. Hallo? Hallo, was machst du denn da? Du belastest mich hier gerade. Digga, jetzt geh doch mal dahin, dass wir auch beide arbeiten können, Mann. Alter, ja, geh doch. Ey! Alter. Es geht schon mal wieder überhaupt super nice los, meine Freunde. Sexy, hexy, dass ihr wieder dabei seid. Ich konnte. Setz ihn doch einfach ab dort. Hab ich. Sehr schön. Einer noch und dann sind wir durch. Ja, mach du. Kein Bock, hier Blocks hier. Ich glaube, der Kranboy kann das besser machen. Das kann hier noch ein bisschen dauern. Wir haben übrigens in der letzten Folge den krassesten Kran bestellt, den es nur so gibt. Und der ist ein bisschen zu krass. Deko kann von da oben bis nach Mordor schauen. Von da oben bis nach Mordor schauen. Und das vielleicht auch noch Helm's Klamm und wie heißt der Vulkan? Mithril? Ich hab keine Ahnung. Der Vulkan heißt Mithril, oder? Auf jeden Fall läuft das bisher nicht ganz so smooth. Du kannst einfach jetzt ablegen. Ja, ich glaube, der Vulkan heißt Silmarillion. Nice! Das ist auch falsch. So, Leute, du hast die anderen schon ausgepackt, geil, okay. Okay, Dachelement Wellblech, wieder. Hä, wieso denn schon wieder? Wo kommt das denn jetzt hin? Ach, da oben. Auf die ganz große, ja. Wieso kann ich okay, nicht? Ja, dann. Wir brauchen ja auch ein Dach, ne? Wieso kann ich jetzt hier einsteigen, hallo? War jetzt Ulul. Bist du wieder drin? Sehr schön. Ja, ich bin drin. Oh, pass auf. Jetzt. Hallo. Ja, ich bin auch schon zur Seite. Okay, also als nächstes müssen wir wieder 8 Dachelemente. Ich bin wie so ein Kommentator, weißt du? Wir gucken jetzt hier mein Traumhaus. Ja. Die Handwerker nehmen jetzt das Dachelement, du kommst mit, was vorher genau abgemessen wurde. Und ja, natürlich wurde es genau abgemessen. An der Spitze des Daches befestigt. Okay, dann legt mal einen Zahn zu. Es ist übrigens dann nur die erste Hälfte, ne? Also eigentlich sind es, glaube ich, sogar 16 Stück. Ich hab Sprunggelenke trainiert, you know? Ah, Känguru. Geh mir aus dem Weg, du mieser Clown. Aber versucht jetzt mal ein bisschen im Team und vielleicht danach auch noch im Team zu arbeiten, ja? Hallo. Bisschen hoch noch, Chef? Wenn mich immer blocken würde. Ja, okay. Kann einfach nicht arbeiten, wenn er da im Weg ist. Wer ist denn das hier? Loco. Welcher Schwengel? Okay. Ich muss sagen, das erinnert mich ein bisschen an die Schwengel ist das. Hallo. An die SpongeBob-Folge, wo hier die ganze Zeit so SpongeBob. Angel. Digga, jetzt Angelhaken. Hau noch mein. Angel. Gleich kriegen wir ein Problem, Chef, Alter. Ich steig nicht aus. Chef, hast du das gehört? Ich komm gar nicht. Also, ich würde deine Abmahnung mal langsam rausschicken, ne? Die flattert gleich richtig. Digga, Abmahnung. Hast du gehört, die flattert? Ich mach's, Alter. Flattert. Achso, ich dachte, Guck dir das mal an. Er flackert sie ab. Was ist los?
Lol. Heftig. Okay, das war ein bisschen komisch. Aber es hat funktioniert, ne? Ja, es hat funktioniert. Ja, wir haben es hingebracht. Ja, gut, machst du das Deko und einsetzen. Und senken und einfügen. Du musst einmal auspacken. Ja, das reicht doch, es reicht doch. Hallo, es muss reicht auch doch. Ein bisschen, einer muss ja auch mal ein bisschen Liebe für dieses Detail eins haben. Los, es. Ja. Hä? Hallo, Liebe fürs Detail. Sehr schön. Jetzt nochmal drei oder was? Jetzt nochmal drei und dann haben wir die erste Hälfte. Da muss nochmal ausgepackt werden. Ich muss sagen, das ist doch echt eine geile Arbeit. Ich gehe derweil mal so ein bisschen die Planung durch. Wir haben den Dachbau haben wir dann fast durch, sind wir schon bei 75%. Und danach, Leute, haben wir die Nachbesprechung. Dann sind wir fertig. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ich glaube, besser geht's gar nicht. Hey, nach dem Dach übrigens. Ich wusste gar nicht, dass man Fertigkeiten verteilen kann. Rudi! Fertigkeiten? Gibt es ein Skillsystem? Ist das neu? Ja, Digga, es gibt ein Skillsystem. Ökonomisches Fahren. Krangeschwindigkeit kann man skillen. Alter, Digga! Ey. Oder Schaufelkapazität. Aber was soll ich denn machen? Gut Kapazität, ihr müsst einmal auf euer Profil, auf eure Smartwatch schauen und dann so ein bisschen skillen, you know? Ich kann zwei Dinger kann ich reinskillen. Dann mache ich schon mal einen in Krangeschwindigkeit und Betonviskosität, Digga. Was soll das denn sein? Also wenn du kannst, würde ich auf jeden Fall deinen Intelligenzquotienten ein bisschen boosten. Der ist schon auf maximal ausgeprägt, you know? Wie viel? Wie viele Punkte hast du? Ich habe 9 Fertigkeitspunkte. Ja! Wie viel hat denn Deko? Ich habe 2 gerade mal, Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Indem sie die 4-Taste drücken oder irgendwas. Nee, sorry, ich meine M. Hallo. Ja, oder so. Gucken Sie auf Ihre Map-Menü. Schauen Sie bitte Navigationssystem auf Ihren... Fertigkeit. Dann Fertigkeit, ja. Genau. Wie viel hast du? Wie viele Punkte? 2. 2, okay. Was nehme ich denn da? Schaufel? Meisterschrauber. Mhm. Schüttgutkapazität. Ich mach Krangeschwindigkeit auf. Ich mach 2 in Krangeschwindigkeit. Das ist gar nicht so scheiße. Schaufelkapazität braucht man eigentlich auch immer ein bisschen, ne? Oder Schüttgutkapazität. Dann mach ich das. Dann bin ich hier wieder der Lack. Wie geht nicht? Hallo? Der Kranomano muss raus. Der Kran muss aber nur mit dem Lachs raus. Also nur raus jeeten. Schieb den einfach ein bisschen zur Seite. Oder so, ja. Haben wir raus. Sehr schön. Kann den Kran muss noch abbauen. Wollen wir den Kran ab? Oh, den Bar. Oh, sind wir fertig? Ja, sieht so aus. Ich meine, die Tore machen wir natürlich nicht, ne? Demontieren. Akzeptieren. Abbauen, ja. Mhm. Ja. Sehr schön, Leute. Und jetzt alle runter. Oh, wir haben es hinbekommen, ne? Geil. Und? 5000 Dollar. Aber da stand gerade nur 80% fertig. Das sind 20% nochmal labern oder was? Lol. Okay, 20% sind labern. Nice. Dann haben wir's. Ja, will ich sehen. Das wird ja langgelutzen. Guckt euch diese professionell gebaute. Grandios, Muchachos. Ja, grandios. Die hält Stürmstand und Erdbeben Stürm, der Klasse. Aber nur Stürm, kein Sturm. Stürmturm. Wettertaft, Alter. Okay. Wie viel Geld haben wir jetzt gemacht, Chef? Und wo ist unser Anteil? Überweise ich euch. Also gefühlt haben wir die ganze Zeit 184.000. Das ist wirklich so. Aha. Aber Chef hat auch immer irgendwelche Kräne für 300.000, die sie Hunde ausgeben. Stimmt nicht. Ja, gib mal alles zurück hier. Du kannst auf jeden Fall den Kran hier zurückgeben. Hast du schon gemacht? Nee, noch nicht. Aha. Wir haben gerade 14.000 für den Kran bezahlt. Den besitzen wir, glaube ich, auch. Boah, echt so 14.000? Ja, das war ein bisschen, ja, würde ich sagen. Ach, das war ein bisschen. Du Scheiße. Ja, wir haben gerade... Jetzt haben wir für die letzten 3 Sekunden nochmal 14.000 für den Kram bezahlt. Ja, hättet ihr mal irgendwie. Warum habt ihr das? Ja, das war so. Satz mit X, das war wohl nicht. Guck mal, hier offene Kosten 61, also passt. 69 haben wir noch ein bisschen. Okay, Deko? Ja, du bist ja gerade selbst bei deinem Haus so ein bisschen im Gartenbereich tätig. Wie wär's denn, wenn wir mal hier so mal ein bisschen so real-life-mäßig vielleicht so eine Teichanlage bauen? Ich habe im Gartenbereich Tätigkeiten sein lassen. Ja, deswegen willst du eine Teichanlage mal integrieren, dass wir so ein bisschen Koi Karpfen in dem Garten war vorher so ein kleiner Teich. Was haben die da gezüchtet? So Koi Karpfen oder was? Ich glaube schon Kois, ja. Korkopf. Ja, wollen wir machen? So eine Teichanlage? Warte mal. Nee. Nee, bitte nicht. Der Rasen ist jetzt gerade schön. Also der Rasen sieht echt gut aus mit der Verkehrsstraße, wir können ein Haus bauen, wir können Transport machen von Containern, wir können. Ein Castor-Transport? Parkplatz. Mhm. Okay, warte.
Alter, 620.000 Parkplatz, ne, in der Wohnsiedlung. Oh Alter, mein Gott, ey. Ja, aber wie viele Abschnitte? 12? 5. Und wie viele Sanduhren? Boah, Sanduhren sind 4. Alle. Oh, nee. Was sagt ihr denn zur Teichanlage? Das ist eine Sanduhr, sind 3 Bauabschnitte. Ja, machen wir. Wo ist mir? Ja, nein, machen wir das. Wollt ihr das machen? Ja, ich sehe das nicht, aber ja, mach. Jetzt ist weg. Jobs. Richtig? Danke. Ja, toll, Alter. Ja, ja, ey, ihr seid dafür zu lang. Was macht ihr denn da? Warte mal, ihr wolltet den Teich machen? Ja. Ja, Teich. Ich guck mal. Mann. Was denn? Mann, jetzt! Ja, wir können auch ein Silo bauen. Nein. Lol. Nein. Ja, ich guck gerade nach Dings. Nach einer dem will Teich. Einen riefigen Silo bauen. Ich sehe den Teich aber auch gerade nicht mehr. Haus, Straße, Haus. Parkplatz. Das wechselt immer durch, ja. 24.800 Teich. Jawohl, ich hab's ja auch eine Teichanlage. Let's go! Okay, jetzt wird natürlich Dekos Haus geleakt. Schauen wir uns das mal an in der Wohnsiedlung. Also, ich mal eine Schnellreise. Ich steig ein. Ja, rein da. Hallo. Okay, ich check schon mal Dekos Haus. Okay, ein bisschen ab. Nice. Hallo. Ohne Mist. Oh, warum fahren wir nicht hier lang? Warum zeigt ihr mir, dass ich hier lang fahren muss? Das hat was von Dekos Haus. Verkehrs, Straße und so. Genau. Da ist die Polizeistation. Okay, ich kann jetzt schon mal sagen, wir brauchen einen Radlader. Habt ihr einen Radlader? Ja, haben wir in der Firma. Oh, okay, ja, den brauchen wir hier. Mhm. Dann hole ich schon mal ein bisschen Schiffgut. Hollensee. Mhm. Ich habe alles gekauft. Oh. Party People. Also ich glaube, selbst wenn ich einen größeren Garten hätte, würde ich keinen Teich da reinsetzen. Ein paar Sekunden später. Geschwindigkeitsüberschreitung 800? Alter, was? Digga, was ist los bei dir? Ja, dann wurdest du geblitzt, du. Alter, schön, danke dir. Du wurdest einfach geblitzt, Alter. Ey, das wird aber an den Arbeitnehmer wird das weitergegeben, ne? Das ist klar. Ja, mach doch einfach den Chef. Guck mal, jetzt macht er doch. Was denn? Zwei Schilder da noch kaputt gemacht. Was? Er hat noch zwei Schilder kaputt gemacht. Nee, stimmt gar nicht. Ein Logo. Was keiner sieht, das sieht keiner. Ja, ich hab's gesehen. Ja, aber du sagst ja nichts. Willst du nicht bezahlen? Nee, ich will's nicht bezahlen. Bloß nicht. Das wird schwierig, Leute, das wird schwierig. Was denn? Ach, das Fahrzeug ist besetzt. Ich brauche euer Fahrzeug, ihr kleinen Knödel Heinrich. Ja, warum denn? Wozu? Um die Sachen dorthin zu bringen. Sie wurden falsch geliefert hier. Oh nein. Hey, ich bin über Rot gefahren, hab keinen. Hä? Bist du auf der anderen Seite gefahren, so geisterfahrermäßig? Nee, aber ich bin zwischen zwei Autos durchgefahren, die an der Ampel standen. Warte, schauen wir mal, wo die beiden Jungs sind. Oh, okay, sie kommen schon, ja? Natürlich. Ziemlich lahm, aber sie kommen. Nicht lahm, Alter. Ach, das mal den Blitzer, der hier 800 gekostet hat. Alter, 800 ist aber auch brutal. Ich bin ja auch gerade in meiner Probezeit und ich bin so froh, dass ich bisher noch nicht geblitzt wurde. Wie lange eigentlich nur? Ich bin jetzt noch ein Jahr in der Probezeit. Alter! Ja. 2 Jahre auch, obwohl man so spät kann. 2 Jahre? Ja, wenn mit 90 den Führerschein machst, musst du auch 2 Jahre Probezeit haben, ne? Ja, mit so 90 sollst du keinen Führerschein mehr kriegen. Warum? Wenn du da richtig fit bist? Ja, zeig mir einen 90-Jährigen, der richtig fit ist. Die Oma von meiner Frau, die ist, glaube ich, sogar 94 oder 95, Digga. Yo! Die ist heftig unterwegs. Was macht ihr da? Alter, der Zaun, der steht noch. Der Zaun steht noch. Ich wollte den Zaun kurz kontrollieren, deswegen. Alter. Chefe, ich glaube, du kannst mal einen Radlader kaufen. Was hältst du davon? Ein Radlader. Ja, weil das ist ja auch, ne, wie wenn man so als Glaser ist und dann einfach abends durch die Straßen läuft und Fensterscheiben kaputt schmeißt. Baggerlader. Ich habe versucht, da den Garten ein bisschen auseinanderzunehmen. Oh, Radlader. Oh, guck mal, hier ist ein Radlader. Da ist so ein kleiner Lego-Baustein. Wir haben doch einen Radlader. Er wird einfach stehen geblieben. Hä? Ist ja richtig eine langsame. Ja. Physik. Hallo, ich will aufsteigen. Hören Sie auf. Ich will aufsteigen. Lass mich raus. Ich okay, muss Deko, stell dich hier hin. Hier, hallo. Bitte. Hier, bitte. Was ist denn hier schon wieder? Oh, danke. Hier, bitte. Hier, hallo, hier. Warum da? Was ist mit dem Baum da los? Ja, weil wir die Sachen hier rübertragen müssen, kleiner Lackschuh. Was machst du denn da? Hä, wo soll ich denn hin? Hä, ja, geh mal raus da. Wo soll ich denn hin? Hier, ich. Das hier. Dich hier genau so hinstellen, oder was? Nein, daneben, hier. Ja, ja. So, oder was? Hä, ist doch jetzt daneben, dem Weißen. Hier, wo ich stehe. Ja, soll ich umfahren oder was? So, ja, so ist gut. Dankeschön. Und jetzt aussteigen. Ich sag mal nicht nein, weil ich habe keinen Bock zu arbeiten. Und jetzt schaue ich mal, ob der Jürgen hier geht. Jawohl. Also. Kriegen wir die Bombe raus? Wir brauchen immer noch einen Radlader, Cheve. Ich wünschte, ihr könnt die Axt hier benutzen. Digga, ist eine richtig geile Axt. Eine Mittelalter-Axt. Nimm den doch hier, ich weiß gar nicht, was los ist. Wie, was?
Radlader, mach doch jetzt. Haben wir doch. Wollen wir was kaufen? Ja, wir haben doch schon Radlader stehen in der Nähe. Ja, aber diesen kleinen Lachs, den will doch niemand haben, oder? Jetzt der reicht ernsthaft. Doch für den Anfang. Ich hab kein Geld. Kein Geld, ey. Jetzt kannst du vielleicht mal arbeiten hier? Achso, ja, sorry, ja. Bin hier gerade ein bisschen. Hauptsache, ihr habt irgendwie einen Gedankengang, Arbeit, Stopp. Nugi! Was ist das hier? Wollt ihr mir das Qualitätssicherung angucken? des Spielplatzes. Ob wir den noch einen neuen Spielplatz andrehen oder nicht. Hier, pass auf, dass du nicht noch hier das Haus an. Oh, das Dach. Das Dach, ja. Alter, das war gekonnt, ne? Das war gekonnt. Übrigens, so ein Sandkasten draußen empfehle ich nicht. Da scheißen nämlich immer die ganzen Katzen rein. Der ist doch so. Ja. Dann spielt das Kind. Auf dem Land, da waren keine Katzen. Dann spielt das Kind mit Katzenscheiß. Das ist auch nicht geil, oder? Unlecker. Ich wundere mich gerade, wo wir drüber sprechen. Warte, ich habe bei meiner Oma in Goslar Katzenscheiße gegessen. Okay. Fast. Das erklärt einiges. Nee, aber da war draußen tatsächlich so ein Sandkasten. Und da hast du die ganze Zeit Katzenscheiße gegessen, oder wie? Lecker. Ich wundere mich, dass ich da keine Scheißerlebnisse hab. Stehst also auf Katzenkuchen? Ich glaube, das ist noch verdrängt. Also auch in Goslar, ne? Goslar ist eine richtige Rentnerstadt, da haben bestimmt die Hälfte der Stadt hat Katzen. Und trotzdem kann ich mich nicht daran erinnern, dass im Sandkasten mal irgendwie Scheiße. Willst du damit sagen, dass Katzen nur für Rentner ist, oder wie? Ich habe auch Katzen. Ja, also bin ich Rentner. Ja. Ausnahmen bestätigen das Regel, man kennt ihn. Okay. Aber ich kann mich noch an meinen Kindergarten erinnern und meinen Hort. Da hatten wir. Hallo. Marvin. Ja, ich. Beruhigt euch doch! Da hatten wir so einen Sandkasten. Digga, der war immer so voll geschissen. Okay, ich fahr runter, aber leider musst du jetzt auch weg, Nugi. Alter. Oh nein, ne? Ich dachte, ich kann hier drin bleiben. Nugi! Digga, ja, ich fahr weg. Du hast die Dinger ausgefahren. Hallo. Okay, ja. Was kommt jetzt? Bereich ausheben. Wow. Jetzt kannst du wieder aus. Hätte ich euer Ernst, Alter. Ey, aber guck mal, du kaufst uns so ein Ü-Ei-Lack, den niemand haben möchte. Doch ihr. Holst du mal einen richtigen Radlader. Ihr müsst damit. Was ist denn Scheiß? Ei. Was kostet denn so ein richtiger? Ja, pass mal auf. Er ist weg. Hä? Der ist gerade, der fliegt wieder hinten weg. Ciao. Ey, Leute, guck mal, die ganzen Anbauteile. Ja. Lol. Dann war's das jetzt, ne? Lol, die ganzen Anbauteile. Good job, Marvin. Seht ihr das, die Anbauteile? Die Anbauteile, nee. Dass er fliegt. Die Anbauteile fliegen bei mir in der Luft rum. Bei mir fliegt alles, der ganze Radlader fliegt. I'm a leaf, I can touch. Da ist er wieder. Hi. Ja. Welcome back. Was kostet denn so ein guter? Hau mal raus. Warte, und zwar. Soll ich mal googeln? Googeln? Ja. Pass auf, ein guter kostet. Und ich brauch bitte einmal den Lachs hier, damit ich da rein baggern kann. 195.000, haben wir so viel? Ja! Okay, das ist ein bisschen too much. Ja, deswegen sag ich das so. Hä? Wollen wir von Cat, kostet 140.000 kostet der. Wollen wir von Cat kaufen oder wollen wir ihn mieten? Raupenbagger. Also ich könnte von Cat einen Radlader für 83.000 gebraucht. Ja, hallo, wollt ihr mal den LKW ein bisschen rüber jeten? Sonst kann ich hier kein Geld machen. 80.000 für einen Radlader, Muchachos. Ist das gut oder ist das scheiße? Wollen wir zum Mobilen oder zum Raupenbagger? 14% für einen. Oh Marvin, du musst 6-mal hebeln. Hallo, soll ich den jetzt mieten oder nicht? Hä, wir haben doch. Okay, dann passt das. Aber ich schmeiß es wieder zur Hälfte auf den Maxi. Oh, ja, ich kann doch nirgendwo anders hinballern. Lauf mich doch nicht voll. Ja, dann gib das doch hin auf die Einfahrt. Ja, dann mal besser hinstellen. Gib es auf die Einfahrt. Na, auf die Einfahrt. Ja, ja, geht nicht, ihr kleinen Lexe. Also, lass mich doch mal raus. Nugi! Geh doch was weg. Was machst du? Geh weg, ey. Egal, Nugi war ganz kurz in mir. So. Meinst du das gut? Ja, auf die Einfahrt. Und jetzt, aus 21% werden. Werden. Und? Hey Marvin, du hast gerade 14 gemacht und jetzt 7%. Ja, die Technik selber, hier. Ne? Guck hier, ich muss hier erstmal reinkommen. Ich glaube, ich miete einfach einen schnell. Was soll das denn heißen? Ich miete jetzt wirklich einfach einen, komm, let's go. No offense, Marvin, aber du bist schon. Ja, du bist langsam. Wirklich schlecht, Alter. Hallo. Okay, das war 15%. Gut. 15% ist gut. Ja. Seht ihr? Proboster macht das hier. Der Gute. Wo ist das dicke? Ja. Oh, das war auch. Ja. War nicht schlecht, ne? Ja, komm, scheiß drauf. 10%, aber okay. So, Nugi hier. Er kauft wirklich was, ne? Ich hab nur gemietet. Nicht gekauft. Ah. Was hast du gemacht?
Digga, er kippt es einfach wieder zurück, ey. Echt jetzt? Oh. Nicht dein Ernst, Alter. Oh, geil, ey. What the fuck? Oh. Ey, schon wieder. Guck mal, die Autobahn so lange brauchen in Deutschland. Aber oh, Alter, guck mal, was er für einen Jürgen hat. Ja, was für eine Schaufel, ey. Ja, ja. Du sollst einen Radlader mieten, Alter. Ja, wollen wir doch. Ja, ehrlich. Alter. Und jetzt? Guck mal, die Hälfte hab ich jetzt. Soll ich wegfahren? Kann ich in die Schaufel rein? Alter. Weiß ich nicht, warte mal. Darf ich die Schaufel rein? Ja, geh rein da. Achtung. Dann, ja, wollen wir zumindest so ein bisschen mitnehmen? Ja, Digga, ich weiß doch, dass du ein krasser Brecher bist. Hallo. In die Schaufel rein. Hier, aber diesmal bitte. Oh, der. Alter. Der verabschiedet sich schon wieder. Ey, die ist leer. Hä? Ja, irgendwie ganz komisch. Hier. Hier, warte, warte, hier, hier, hallo. Hier, links, so, du gehst links. Okay, okay, okay. Warte. Ich komm nicht weiter rüber. Mach doch auf. Mach doch auf. Warte doch. Ja. Digga, da kann doch viel mehr drauf. Viel, viel mehr. Mach, zieh mal richtig durch. So richtig schön. Warte. Ich glaube, du kannst nur mitnehmen, was ich wirklich mitnehmen mit soll. Nein, das funktioniert easy. Komm, zeig mal, was du drauf hast. Ich komm da nicht. Ja, beruhig dich doch, ey. Kannst du das Ding nicht bewirtschaften oder was? Doch. Ja, und jetzt ja, schön durchziehen. Schön durchziehen. Warte. Ah, falsche Richtung. Einfach nur, aber weil egal. Sie Cash haben und sich so ein Gerät haben, gar keinen Plan, wenn er durchgeht. Ja, so, und jetzt. Oh mein Gott, ey. Durchziehen. Warte doch. Ey, geübt mit so einem Kinderbagger. Ja. Oh ja, sehr gut. Und jetzt hoch. Dann hat sich gelohnt, hier. Die, oder? Ja, hat sich gelohnt. Ja, hat sich gelohnt. Ist egal, hat sich gelohnt. Oh. Ja, okay, sehr nice. Gut. Jetzt bitte das Gelände räumen. Ja, willst du den Rest auch noch mitnehmen, wenn ich da zur Seite gehauen habe? Nicht, brauchen wir nicht. Okay. Einfach weg hier. Dann verkaufe ich den Scheiß. Falls du nicht gemerkt hast, Munchaschus, Nagi ist Geld, scheißegal. Ja, das war schon. Wo ist jetzt der Zaun aufgetaucht? Lol. Lol. Der ist aber ein schnelles Ding hier. Das war's alles? Nasse Füße jetzt. Das war das alles? Das war das alles jetzt? Richtig enttäuscht. Hey, das ist ja einfach aufgeploppt hier. Hey. Lol, ich dachte, wir gießen noch ein bisschen Wasser rein oder so. Ich bin unzufrieden. Dann bringe ich die Sachen mal so zum Kieswerk, ne? Lol, dafür 4.100? Lol. Ich glaube, wie viel haben wir jetzt bekommen? 3.000? Lol, die Brücke fehlt bei mir einfach. Lol, guck mal, hier sitzt ein Nachbar. Was? Wo sitzt Nachbar? Einer, guck mal. Oh, Die Leute, hier was, grillen die. Radler grillen. Wer grillt? Die grillen bei mir. Das ist doch nice. Einer? Ist ja geil. Dürfen sie doch. Seht ihr die? Die grillen Nugi. Ah, hier sitzt einer. Ja, der sitzt und der grillt hier. Der hat so einen Zwiebelzopf. Ja. Die Franck-Reberie. Franck. Ich glaube, das ist lustig, weil Reberie eine Glatze hat. Fahrzeughandel entdeckt. Oh, nice. Ja, gut. Okay, ja, also. Dann sind wir durch. Ja. Muss nur noch Marvin sein Zeug wegbringen. Ja, den Bagger, ja, ich habe mich entschieden, das doch mit einer Schnellreise zu machen. 100 Dollar. Ja, ist doch, also wenn wir jetzt noch was machen mit denen, dann lass uns doch was machen, ne? Ja. Gibt's irgendeinen Job, wo man was baggern muss? Komm, hol mal so einen Baggerjob. Ich kann hinfahren. Okay, let's go. Auf geht's, tschüss. Ich will halt einsteigen. Du musst die 3 drücken. Nee, ah, da oben. 2. Okay. Digga, ist ja richtig im Norden. Schnellreise. Ist das? Habt ihr alle noch euren Helm auf? Natürlich. Ja, klar, natürlich. Hey, schon mal was sehr gut. Von oh, wir sind wieder bei 174.000, ne? Das ist galaktisch. Okay, den Gesteinsbrocken bitte einmal aufladen hier. Ja. Hey, ich sag, wir kriegen einfach kein Cash dazu, Alter. Ja. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass Nuki immer irgendwelche Geräte ausleiht. Ja, gar nicht. Die brauchen guck mal, wir haben jetzt so einen Monster-Truck, ey. Die sind gut. Ja, hol den, Hol den Stein, hol den Stein. Ja, weil nach unten. Hol dir den Stein, komm, hol dir den Stein. Ja, eben, konnte ich den noch gerade nehmen. Hol dir den Stein. Hä? Oh. Ah, jetzt. Oh. Ach, der muss nur zur Seite oder was? Der läuft richtig langweilig. Ja. Ja, sehr schön. Mhm. Jetzt hier die 3 Bäume. Ah, ne, erstmal ausbaggern. Ausbaggern, okay, ausbaggern, hier. Hey. Du bist zu nah dran. Ich häng da fest, ja, warte. Bagger mal den Lachs aus. Warte mal. Hallo, du kannst doch nicht einfach den Nachbarn hier. Ja! Nein, ich war da nicht im Haus drin. Nein, du warst da nicht im Haus drin. War ich wirklich nicht. Eben kurz neues Schrägdachfenster eingezogen, richtig, ja. Richtig, genau. Weil Velux noch mehr Geld macht. Okay, den ersten Jürgen hast du, sehr schön. Ja, gut, ja.
Ja. Boah, Alter. Digga, wie OP das ist einfach. Komm her hier. Ja, bau rein da. Ja. Warte, ich. Bei mir hat Marvin noch die Schutzpfeiler hier ausgezogen. Ja, haben wir auch. Lol. Ja. Ey, können wir nicht einfach von den ganzen Leuten das in Sand aus dem Vorgarten nehmen und einfach verkaufen? Das wäre geil, oder? Würde ich auch hart feiern, ey. Würde ich richtig hart feiern. Oder? Ah, da fehlt noch was. Wie viel zu groß kannst du ein Loch machen? Mehr? Ja. Oh. Bist du voll, Marvin? Hä, wieso kann ich den Jürgen nicht nehmen? Guck mal hier. Erstmal das Ding 2% aus fertig machen müssen hier. Los, lass einfach voll. Ich hab's eiskalt geschafft, das Ding nicht ganz auszuheben, ne? Ja, passt so. Hast du beladen? Es ging ein bisschen passt. Okay. Achtung. Pass auf deine Birne, deine Birne, 2%. Ich hab einen Helm auch, alles gut. Okay. Ja, lol. Das geht. Alter, wir haben gleich hier so einen Pool. Nice. Okay, so. Jetzt, jetzt den kannst du die Dinger da reinpacken. Komm, wir fahren mal ein bisschen vor, wie voll ist. Markierbereich räumen, ja, mache ich, bin noch weg. Ja. Okay, jetzt aber, ne? Okay, check. Lol. Nice, dass man in diesem Spiel vorarbeiten kann. Nein. Das finde ich sehr gut. So. Ja, das sieht sehr gut aus, Leute. Das macht dir sehr, sehr gut. Marvin, ist deine Fläche voll? Close, aber nicht so heftig. Ja, dann, Logi, weiter. Ich krieg das nicht. Ich krieg den Jungbaum nicht. Du musst hier ausheben. Hä, das ist schon. Um die Erde zu verkaufen. Ist schon ausgehoben. Geht da noch mehr? Marvin ist noch nicht voll. Wir wollen auch die Erde verkaufen einfach. Oh. Ja! Aber so, ich sag mal, so ein Zehntel fehlt noch, ne? Das ist ein bisschen overtrieben jetzt hier, aber okay. Ja. Ja, okay, du hast alles eigentlich daneben geballert, aber nice. Ja, ich kann nicht weiter nach vorne, du bist weit weg. Und dann hält da oben dein Kran. Weil Bagger nicht fahren kann, ne? So ein da ist eine Stange im Weg. Standort. Hallo, Bagger. Dein Jürgen hier. Ja, ich bin oben. Du schmeißt den Baum doch nicht da rein. Ja, die haben wenig Zahlen hier. Machen, ey. Nein, oh, das packt jetzt schon wieder fest, oder? Oh no. Gut, dass die Besitzer gerade nicht da sind, ey. Ja, ich komme da nicht hin. Ja, dann muss ich ein bisschen mit Schwung. Schwing dein Ding. Mehr geht nicht. Baby, jetzt mach mal hoch. Mach mal hoch. Nee, geht nicht, ne? Scheiße. Oh, so knapp, aber ey. Kann er uns hier nicht mit dem Bagger aufnehmen noch? Ja, eigentlich schon. Bloß der war eben zu weit weg, deswegen konnte ich den nicht nehmen. Lass mal fallen. Was los? Lass mal fallen, ja. Geh du mal ran da. Ja, hab da. Musst du gucken, dass du den kriegst. Den Haken siehst du. Ja, genau. Ja, los, jetzt nur ein bisschen rechts rüber und dann haben wir's, oder? Ja, let's go. Guck mal, muss wieder hier ich alles machen, ne? Warte, was denn? Haben wir schon da was? Lass uns kurz gucken, kann ich hier noch. Habt ihr gesehen? 182.000, es geht nach oben jetzt. Es geht nach oben. Wir machen ein bisschen Para. Baustelle räumen. Glaubst du weiter Erde? Geil. Warte, ich warte. Das ist ein neues Geschäftsmodell hier. Erde klauen. Ja, wir machen günstig, aber dafür, wir nehmen ein bisschen Erde, ja. Ja, los. Zwirbel den Lachs rein. Ja, er kommt, er zwirbelt. Ja, und? Maximal gefüllt. Ja, wir sind let's voll. Go. Der schön, okay. Jetzt verkaufen. Ja, ich schau mal, wie viel Geld wir extra machen. Extra Para. Ich will die Filmsequenz noch sehen. Extra Para. Ey, diese kleinen Auftritte, die gefallen mir. Sind gut. Bring ein bisschen Cash. Bitte. Wir können mal gucken, was ich den Bagger eigentlich hier. Bitte? Der Wind klaut leider ein bisschen Erde. Aber passt, ne? Der Wind klaut. Wie fahr ich denn mit dem Bagger? Hallo? Ja? 8, Nummer 8. 8D5A habe ich, glaube ich, gehört. Ja. Schon so ein Trick. Nummer 8. Nummer 8 mache ich, bin ich nicht die Schaufel. Nein, mit Nummer 8 fährst du. Ich drücke jetzt gerade Nummer 8. Mach 8D5A. Ich hab den Arm komplett ausgefahren. Okay, dann will die Fingertasten, Alter, die Falltasten. Die Fingertasten. Fingertasten, okay, Leute, machen das gleiche. Hä, lol, nee, normalerweise müsste 8 wirklich Gas geben sein. Guck mal, F1. 3500, ich bin einfach der Cashmaker, ey. Beschleunigen, Nummer 8. Ja, komisch. Aber wenn ich Nummer 8, ich drücke jetzt gerade Nummer 8. Dann weiß ich es auch nicht. Arm aus. Ja, laberababa. Weiter geht's, Leute. Dann müssen wir den Bagger alles abgeben. Ne?
Parkplatzdorf. Alter, scheiße, das ist richtig heftig. Also ich hätte auch Parkplatzdorf genommen, Alter. 620.000. Digga, das ist aber wahrscheinlich richtig cranker Shit, ey. Ja, das sind aber nur, guck mal, wir können auch 840.000 und dann teilen wir das auf, machen Hälfte, Hälfte. Ey, nee, wir können das so machen. 620.000. Hälfte, Hälfte. Ich krieg 50, ihr teilt euch dann auch 50. Bauabschnitte können wir auch sehen, ne? Materiallieferung, bla bla bla. Kieslieferung, bla bla bla. Straßenarbeiten sind ziemlich viele. Weil wir da, glaube ich, den ganzen Lachs aufreißen müssen. Da können wir uns aber jeder einfach so ein Ding reservieren. Dann machen Schnell wir das zu dritt. Ja. Ja, weißt du? Sollen wir das machen? Uns einfach jeder so einen Bagger. Ja, ja, genau. Ja. Dann machen wir es auf hoch. Wollen wir machen? Ja, wir machen es auf hoch. Ja, ja, 840.000 Dollar. Skrr. Ja, doch jetzt noch nicht. Erstmal den Job annehmen, damit wir wissen, in welche Richtung der ganze Lachs geht. Alter, weißt du? Loka Error. Could not find ID. Okay, perfekt. Lol. Ich glaube, so ein typischer Handwerksproblem, Fehler. Immer diese IDs, ja. So, wie sieht es aus? Soll ich annehmen, das Dorfplatzding? Ja, nimm an den Jürgen. Alles klar, let's go. Let's go. Bam, bam, bam. Guck mal, ich habe die Dinger alle vorhin weggegeben, ne? Aber egal, macht nichts. Okay, Party People, was wir machen? Hier Oberboden abtragen. Hier Oberboden abtragen, da brauchen wir noch diese komischen Oberboden abtragen Dinger, ne? Nein, nein, Alter, nein, wir brauchen Radlader jetzt. Digga, guck dir mal an, wie fett das Ding ist, Alter. Alter, ja, drei Radlader jetzt bitte, ne? Boah, heiliger Krieger, ey. Ey, wir haben 10.000 plus gemacht. Ja, was kostet so ein Radlader, den zu mieten? Warte, ich geh kurz rein. Marvin, wie viel hast du für die Erde bekommen? 3.000. Das heißt, ihr macht den Lachs auch wieder voll, damit wir die Radlader bezahlen können. Das heißt, zwei Radlader und ich bring die Scheiße immer von A nach B. Machen wir's so? Ja. Okay. Weil drei wäre zu teuer, glaube ich. Miete, ne? 2.500. Bei 100, ja, guck mal, ja. Das hole ich wieder rein, Digga, mit der Erde. Easy weasy. Okay. Ja, wir zahlen das ja auch zeitweise. Radlader und Radlader, ja. Komm. Mieten. Ich habe zwei Stück gemietet. Ja, wir holen das Geld rein hier. Deko, hol den Jax. Achso, das ist der Jax. Was, den gelben? Okay, dann nehme ich den orangen. Das ist direkt neben Mann hier. Wir müssen gar nicht so schnell reisen. Geil. Fuhrpark. Nice. Auch Fuhrparken. Den Radlader. Wir müssen nur die Straße hier kurz, 3 Meter. Warum haben wir denn einen Dusan und einen Rad und einen Cat? Er hat sich eiskalt. Digga. Nugi, guck mal, wo. Guck mal, Nugi. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Hä, wo ist er denn? Beim 4 Meter fahren. Achso. Nugi, mach schnell Reise. Oh, lol. Okay, das ist nicht ganz so viel Oberboden, den du abgetragen hast. Bisher 1%. Lol, 0. Digga, was ist das denn, Alter? Alter, das wird ja Gaudi. Du hast gar nichts drin, Brudi. Ja, ich weiß. Deko hat gar keine Schaufel. Was macht Deko denn? Digga, was macht Deko denn? Lol, jetzt ist sie wieder da. Ah, und das ist gar keine Schaufel war, bei mir, Alter. Der war richtig verbuggt, ey. Natürlich habe ich eine Schaufel. Nee, eben hat das wirklich. Hallo, ohne Schaufel arbeiten würde. Nach unten drücken, die Schaufel. Ich drücke ihn nach unten. Nein, ich meine, Deko, so. Was macht der da? Ja. Echt doch. Und jetzt. Hä? Hä, warum? Nice. Warum ist der nicht runtergedrückt? Den Lachs nach unten drücken. Ja, so, genau. Ja. Und. Ein bisschen weiter nach oben. Ja, so. Ja, 1%. Ich komm da nicht weiter runter. Alter. Nice, 1%. Okay, ich glaube, das wird ein schnelles Ding hier. Ich glaube, mit Radlader war eine gute Idee. Ja, mit wem denn sonst? Wollen wir das ausbaggern, Alter? Ihr seid einfach komplett. Hey, ich kann nicht weiter runter als so. Ich kann es nur auch ankippen. Nicht weiter runter, ja. Aber wir hatten schon mal das Problem, so, ne? Mhm. Ja. Oh, das war hoch. Oder das war nur. Wir hatten schon mal das Problem, ne? Ja. Hatten wir da was anderes? Warte mal, ich kann mal kurz gucken. Warte, ich geh mal bei dir rein, ja? Lass mich mal hier warte, machen. Warte, ich geh raus. Ja. Dankeschön, Chef. Guck mal kurz nach. So, erstmal wieder an hier und jetzt. Job. Wir haben auch schon ein bisschen was da reingepackt. Ja. Nee, das ist das Ding. Ja, aber ich bin auch nur zur Hälfte gefüllt jetzt gerade. Ja, ja. Aber ich glaube, den Lachs habe ich jetzt hier schon ordentlich. Oh! Oh, der Strohhalm. Ich hab drei Viertel. 7%. Oh. Ja, 7% geht doch, oder? Ist der Weg rum. Reicht das oder soll ich noch einen dritten holen? Nee, du kannst den ersten Jürgen schon mal zurück. In den Sand hier wegfahren. Ist er voll? Egal. Digga, das Ding ist noch lange nicht voll, Alter. Warte. Wie schaut's jetzt aus? Nein, drei Viertel. Machen wir. Jetzt kommt Deko. Bämst du jetzt richtig einen rein, pass auf. Ja, bämst mal rein. Ja. Ich bin maximal voll.
LOL, hör auf! Alter! Hör auf! Oh, Alter, oh fuck, oh nein! Oh, oh, oh nein! Okay. LOL, Oberbodenabtrang 0. Digga, Alter, wir waren bei, keine Ahnung, 15% oder so. Und jetzt kommt die Kacke. Das war ein bisschen zu viel, ne? Jo, das war ein bisschen zu viel. Kann ich hier noch... Hä? Was denn? Ja, willst du mich verarschen? Wir brauchen einen größeren Jürgen, wo wir die Scheiße reinballern können. Da, ja. Den musst du mal holen. Kannst du den holen? Nee, es gibt doch nur einen. Nein, es gibt doch nicht nur einen LKW, den wir voll machen können. Willst du mich verarschen? Wo kann ich eigentlich meinen Scheiß hin? Da passen vier Monster oder drei Triebwerks drauf, ey. Warte, irgendwie gucken. Betreten. Na, ich habe jetzt gerade richtig viel drin, ey. Wundert mich, dass wir immer noch bei 0% sind. Ich kann... Es gibt keinen... Warte mal, K, G? Hallo? Wie, es gibt keinen anderen? Wie, gibt keinen anderen? Es gibt keinen anderen. Materialauflieger kann ich kaufen, aber dann kriegen wir das Material wahrscheinlich nicht mehr runter. Muldenkipper. Soll ich noch Muldenkipper kaufen? Alter, ja. Da passt richtig was drauf, oder? 120.000. Ich weiß nicht. Ja, aber wir werden hier nur mieten, ne? Natürlich. Okay, Muldenkipper, ran. Okay, ich miete den. 120.000 war Mietpreis. diese Riesendinger sind, die immer in der Kohle. Ja, natürlich, das sind die so ein Bergwerk, irgendwie die ganze Erde abtragen, ey. Warte, wo seid ihr denn da? Okay, komm rüber hier. Ja, ich bin da. Das soll ein Muldenkipper sein, willst du dich verarschen? Das ist das Ding, aber das ist schon größer als der andere. Okay, warte mal, wir können es ja mal versuchen. Ja. Oh, warte, ich fahre noch ein Stück vor. Na, so ist gut. Ja. Ich häng eh fest, egal. Warte mal, ich bringe erstmal den ganzen anderen Shit weg. Aber da passt deutlich mehr rein. Wirklich. Ja, ist gut. Ja, ne? Passt schon mehr rein. Kann man hier überhaupt den Lachs weg? Wir sind trotzdem noch bei 0%. Okay, das ist ziemlich merkwürdig. Egal, ich fahr kurz woanders hin. Da, schnell. Alter, da bin ich mal gespannt, wie viel Cash wir da machen. Da hinten. Ja. Ja, ein bisschen habe ich. 1%. 1%? Ja. Oh, ja, geil, ey. Aber immerhin, es geht langsam voran. Immerhin, ne? Und was sagt dein LKW? Wird gerade ausgeleert. Hä? Der ist doch hier. Der sticht noch. Ach so. Hä? Welchen hast du denn? Den roten, den kleinen habe ich ausgeleert jetzt. Ach so. Jetzt sind wir auch bei 5%. Es geht weiter. Ja, ist gut. Guck mal, 2.500. Passt doch. Hä, ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt geht's wieder. Ja, okay. Wie schaut's mit dem anderen aus? Ist der auch schon full? Warte. Warte mal, kann ich ja gucken. Ein bisschen geht noch. Aber nicht viel. Ja. Ah, Achtung, lass mich durch. Okay. Dann mach du da voll. Ja. Digga, ja, wo willst du hin? Ja, hier hin. Ja, hey, das bleibt. Hey, bleibt einfach stehen. Ich schaffe wieder 3 Meter nach hinten zu fahren, dass ich hier stehen bleiben kann. Nein. Der passt auch. Ja. Der ist voll, ne? Ich glaube, der ist voll, ja. Oh, der ist voll. Und fahr mal runter. Mal schauen, ob da auch gleich was weggeht. Nee, sieht gut aus. Ja, geil. Ja. Haben wir das Grüne eigentlich schon geschafft oder haben wir das Rote geschafft? Wahrscheinlich haben wir das Grüne geschafft, ne? Gar nichts geschafft bis jetzt. Nee, auf V. Das Grüne ist das Grüne. Ah, okay. Das Rote ist Dingsbums. Das, was weg muss. Nicht, okay. Aber der andere ist hier viel geiler, ne? Passt einfach deutlich mehr rein. Werden wir jetzt ja sehen, wie viel rausgekriegen. Ach, guck mal, 11% haben wir schon, das geht schnell. Ja, so Pi mal Daumen, so muss ich jetzt noch mal ein bisschen besser machen. Ja. Das geht schnell, hat er gesagt. Ja. Kommt echt hart auf den Winkel von deiner Schaufel an, ne? Ja. Alles wieder, Digga, ja. Juch. Das Ausladen dauert schon auf jeden Fall schon mal länger. Kommt hier nichts rein, Alter! Ich scheiße. Wie, Mann? Oh, nice! Das Digga. Ist gut. Das ist gut. Dann verdienst du eine goldene Nase hier mit der Erde. Ja. Ist der schon voll? Ich hoffe nicht. Oder haben wir die Dinger schon raus hier? Oh, der ist voll. Okay, jetzt ist er voll. Ja, nur ihr könnt den nächsten Lachs reinfahren. Ja, einfach da parken. Pack den da einfach. Ich pack ihn hier, ne? Ja, danke dir. Ja. Und den nächsten bitte wegfahren. Ja. Ey, dann machen wir richtig Cash hier. Können wir es nicht einfach selbstständig machen mit Erdverkauf?
Ja, geil. Das ist meine Arbeit hier. Nein. Ja, der Kleine ist hier echt kacke. Wir müssen mal so einen Großen kaufen. Passt wenigstens was rein. Ja. Der ist voll. Geht das wieder leer? Schippe. Und rüber. Und hoch. Mhm. Und ab. So, ist leer. Oh yeah. Guck, 3700. Das ist... Viertel haben wir schon. Ja, ist doch gar nichts, ja. Aber ein Viertel, ja, so langsam kommen wir voran. Aber es ist eine krasse Arbeit. Ah, Muchachos! Ich würde sagen, wir machen hier noch ein bisschen Cash. Nächstes Mal geht's weiter. Machen wir den heftigsten Parkplatz ever. Das ist auf jeden Fall ein Parkplatz für zwei Cities, ey. Warum braucht man so viel Parkplatz für so ein Dorf hier? Keine Ahnung. Und hier wohnen auch gar nicht so viele. Meine Schaufel sieht größer aus als meine. Ich kann auf jeden Fall auch mehr mitnehmen, Brudi. Lol. Ja, kannst du mal sehen, ey. Lass mal ab. Ja. Also, ey, eure Spekulation bitte, was in diesem Dorf abgeht, warum man jetzt plötzlich hier so einen krassen Parkplatz braucht. Oh, gerne die Kommentare brezeln. Nice. Checko, Checko, genau, Chachos. Haut's in die Kommentare. Wird das hier ein Freizeitpark? Werden noch Wohngebäude abgerissen für mehr Attraktionen oder was? Einfach reinschreiben. Außerdem gerne die Beschreibung abchecken und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin reingehauen und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nein, hör doch auf, hier rumzuwackeln! Passt der überhaupt da rein, oder was? Nö! Digga, wo bist du? Der im Arschloch, Alter, ganz tief drin.